Vonaia reist an Bogman mit dem Typ Normal. Er existiert seit der vierten Spielgeneration und bildet die Babyform zu Chanera und Hatayra. Vonaira ist ein kleines, eiförmiges Pokémon. Es sieht ein wenig aus wie ein kleines Chanera und besitzt ebenso schon eine kleine Bauchtasche mit einem eierförmigen weißen Stein darin. Es hat zwei kleine Knopfaugen und einen immer frohen Gesichtsausdruck. Über seinem kleinen Gesicht sind drei kleine Knubbel, über denen wieder ein zopfähnlicher Knubbel zu sehen ist. Das Pokémon hat keinen erkennbaren Hals und das Gesicht ist direkt auf der Eierform. Der Unterleib des Pokémon ist etwas breiter und es sieht aus, als würde Vonaira darin sitzen. Das Pokémon selbst ist in einem grellen Pinkton gefärbt, der Unterleib ist ein wenig dunkler. Neben seinem Gesicht sind zwei dunklere Bäckchen zu sehen und in seiner Shiny-Form nehmen die hellen und dunkleren rosafarbenen Körperbereiche einen etwas kräftigeren pinken Farbton an. Vonaira ist ein unterdurchschnittlich schnelles Pokémon. Es nutzt vor allem spezielle Attacken und hat dabei vor allem Attacken wie Charm und Bitterkuss, aber auch heilende Attacken wie Heilung, Aromakur oder Vitaglocke und kann zudem Imitator oder Geschenk als besondere Attacken nutzen. Eine mögliche Fähigkeit ist innere Kraft und heilt Vonairas Statusprobleme wie Paralyse oder Schlaf, wenn es aus dem Kampf ausgewechselt wird. Mit Edelmut aktivieren sich die Zusatzeffekte von Attacken, die Vonaira einsetzt und doppelt so wahrscheinlich werden, was seine Situation im Kampf manchmal deutlich verbessert werden. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Freudeshut, welche den Schaden reduziert, den seine Teampartner im Kampf erleiden, sollten sie Seite an Seite mit Vonaira kämpfen. Diese lässt sich auch wieder gut mit seiner Hilfsbereitschaft erklären. Es ist sehr an weißen und runden Objekten interessiert, da sie Eiern ähnlich sehen. Als Baby-Pokémon kann es selber noch keine Eier legen, weshalb es sich einen Stein als Ersatz beschafft und ihn in seinem Beutel unterbringt. Damit ahmt es auch seine Weiterentwicklungen nach, welche echte Eier mit sich herumtragen. Dieser Stein bedeutet Vonaira viel, weshalb es ihn stets zu beschützen versucht. Schafft es jemand, ihn dem Stein zu entreißen, fängt es unkontrolliert an zu weinen und beginnt wie wild zu toben, obwohl es eigentlich als sehr artiges Pokémon zählt. Den Stein gibt es manchmal Menschen, die es liebt, um seine Zuneigung auszudrücken. Neben dem Stein legt es auch viel Wert auf seine Haarlocken und pflegt sie. Sie halten sich bevorzugt in begrünten Gegenden wie Gärten, Wäldern und sonstigen Grünflächen auf. Dabei ist es die erste Stufe der dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich zu Chanera, welches sich zu Hatayra weiterentwickeln kann. Farblich verändern sich die Pokémon im Laufe der Entwicklungen nur relativ wenig, auch die Grundstatur ändert sich nur geringfügig. Auffallend ist, dass jede der drei Entwicklungsstufen ein eiförmiges Objekt mit sich trägt, allerdings handelt es sich dabei nur bei Chanera und Hatayra, tatsächlich um ein Ei. Bei diesen beiden befindet sich der Beutel, in dem das Ei sitzt, im Gegensatz zu Vonaira auch nur vorne am Bauch. Von Stufe zu Stufe werden die Pokémon zudem größer und schwerer. Die Entwicklung von Vonaira zu Chanera geschieht durch, wenn Vonaira einen ovalen Stein trägt. Damit sich Chanera zu Hatayra entwickelt, muss es genügend Freundschaft zu seinem Trainer aufgebaut haben. Möchte man aus einem Chanera oder einem Hatayra einen Vonaira züchten, muss dieses dabei den Glücksrauch tragen, aber seit der 9. Spielgeneration entfällt diese Bedingung. Und mit seinem Typ Normal ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.